Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf der Ebersbach. Heute bereits am Donnerstag, Feiertag bei uns. Ich weiß nicht, ob bei euch auch, aber ich hoffe, denke schon. Und da gibt es wieder ein bisschen Ebersbach. Ne? Nachdem ja gestern leider sehr wenig, außer wie ein kleines Video kam. Ja gut, BG Live kam gestern, ne? Muss man auch dazu sagen. Kommt heute wieder die volle Lawine auf der Ebersbach. Beziehungsweise auch um 9 Uhr natürlich auf der NF Marsch. Aber erstmal machen wir ein bisschen Ebersbach hier. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, ich habe schon ein bisschen gemäht, ne, damit wir da nicht so lange dranhängen schon wieder, weil ist ja auch nervig. So, fahren wir ein Stückchen zurück hier. Nehmen wir den Streifen noch mit und dann sind wir für dieses Feld auch schon fertig. Werden wir gleich mal den Abtransport der Silageballen vornehmen. Und dann müssen wir mal gucken, was noch so abgeht hier. Da bin ich wohl ein bisschen ins zweite Feld reingefahren. Das tut mir ja fast schon leid, ne? Würde gerne den einen Ballen noch voll bekommen, muss ich sagen, ne? Aber wir haben ja überall so ein bisschen was rumliegen. Ne? Das ist immer so, wenn du mit dem Big M ein bisschen zu doll in die Kurve reinfährst, dann lässt er gern was liegen. Das habe ich schon gemerkt. Und solche Kurven kannst du eh knicken mit dem Ding. Ne? Aber geht. Momentan, ja, doch geht. Alles gut. Reifen drehen ein bisschen durch, aber gut. Es gab jemanden wahnsinnig netten da draußen, der mir die Presse geschickt hat in den Farben, wie ich sie auch haben möchte, ne? Mit den Krone-Farben. Ich habe das auch mit reingenommen. Ich glaube aber, dass ich die Presse einmal zurücksetzen müsste, damit das übernommen wird. Glaube ich. Wenn wir jetzt noch einen Ballen rauspressen könnten, dann könnte ich mir das wirklich mal testen, weil das wäre schon geil, ne? So die Presse in der gleichen Farbe wie die Mäh-Kombination vorne. Das hätte schon was, muss ich sagen. Hoppla, hoppla, hoppla. Entschuldigung. Also bitte. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Ah, hier ist auch noch was ein bisschen. Krümel zusammensammeln. Kennt ihr, ne? Haben wir früher auch immer gemacht. Einmal, zweimal kommt ein Auto? Nee, oder? Nee, alles gut. 80. Oh, das. Oh, vielleicht haben wir unten noch was liegen. Sonst müssen wir wirklich einfach so zurücksetzen. Und ja. Ist auch nicht so schlimm, weißt du? Ich wäre nur cool, wenn da noch ein Ballen rauskommen würde. Aber wenn nicht, mein Gott. Hoppla, hoppla, hoppla. Oh, stopp! Sag mal. So. Ich wollte eigentlich die Presse auswählen. So, Entschuldigung. Da liegt auch noch ein bisschen was. Warte, nehmen wir auch noch mit. Weiß nicht, ob da unten noch ein bisschen Gras liegt, ne? Ich habe keine Ahnung. Oh, auf alle Fälle liegen die Ballen schon wieder überall rum, wo sie gerade Bock haben, ne? Ja, nee, wir kommen nicht mal zusammen. Okay, wir werden jetzt einmal die Presse zurücksetzen. Ich hoffe, das ist mit Zurücksetzen getan. Ich bin nicht sicher, aber wenn ich wage, den nicht gewinnt. Und zwar das hier einmal zurücksetzen, bitte. Ist die jetzt am Hof oder am Händler? Wir fahren jetzt mal zum Hof, ne? Fahren jetzt mal sowieso zum Hof. Wollten wir ja sowieso hinfahren, ne? Ich glaube, das war hier links noch. Alter, guck dir die Ballen an. Die liegen überall rum hier. Ja gut, abschüssiges Gelände ist natürlich schwierig, ne? Aber gut, ist nicht so schlimm. Bisschen Musik. Oh, County Radio FM. Gefällt mir nicht, weiter. Oh, 70er. Nee, auch nicht. Und, oh, no. Oh, nein. Ist das schlecht. Pop Radio. Ist es noch so wie im 17er, dass man irgendwann, wenn man genug Radio gehört hat, die ganzen Lieder auswendig kennt? Ist das noch so oder ist das anders diesmal? Ich weiß es eben nicht. So, jetzt werden wir erstmal zum Hof fahren, das gute Gerätchen hier waschen und dann müssen wir wahrscheinlich mit dem Deutz, ja, mit dem BG-Deutz, wenn wir dann losfahren, die Ballen holt und dann mit der Mission heute noch abgeschlossen wird. Das wäre eine wichtige Sache. Guten Morgen, hallo, Tag. Ich muss aber auch schauen, was der große Waltra macht. Ich glaube, mit dem kleinen Waltra wollten wir ja Milch wegfahren. Das hat semi-professionell funktioniert. Ich bin gerade am Hof vorbeigefahren. Entschuldigung, aufpassen. Heiß und fertig. Ist noch früh heute. Wir müssen nämlich hier reinfahren. Blinker. Oh, das Gras auch schon wieder gewachsen. Ne? Aber ist noch nicht voll gewachsen. Aber geht noch ein bisschen was. Blinker aus. Nee, jetzt aber. Da kommen wir zu unserem Hof zurück. Das ist ja schön. Ah, hier wurde. Ah ja, guck mal. Grobert haben wir auf alle Fälle schon mal mit der Scheibenecke, glaube ich, ist das. So. Wollen wir gleich nach unten fahren? Besser ist, ne? Irgendwie macht das gerade Spaß mit der Musik ein bisschen. Nicht so viel, aber so ein bisschen zumindest, ne? Ich glaube tatsächlich, dass der Zurücksetzpunkt woanders ist. Ah, warte mal. Ich habe gedacht, hier steht der Kerl. Nee. So, hier ist der Kerl schon.
Weil da können wir das große Gerät schon wieder an die Seite stellen. Ne? Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich glaube, wir haben auch genug gemäht für ein paar Folgen erstmal. Ne? Weil jedes Mal mähen ist halt auch irgendwie, geht auch auf die Laune. Auch bei mir. Ne? Nicht nur bei euch, sondern auch bei mir. So, dann muss er wieder glänzen, der gute Krone Big M. Aber wäre cool, wenn das mit den Farben funktionieren würde. Wenn nicht, dann werde ich mir auf alle Fälle im Laufe des Tages das nochmal anschauen. Ich habe, glaube ich, die Nachricht noch von dem Kollegen, der mir das geschickt hat. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Ich habe leider deinen Namen nicht aufgeschrieben. Shame on me. Geht er hier rein? Ja, guck mal. Gerade so, aber geht rein. So. Ist okay. Das war der Milchtransporter, aber ich glaube, wir werden dann den großen Wald dafür nehmen, ne? Der ist hier. Jetzt lassen wir mal. Ich würde gerne die Mission noch abschließen, ne? Mit einem schönen Dreieck vorne dran. Geil. So, wir fahren los. Wieder ein bisschen Inlandsicht, ne? Wurde immer wieder gewünscht. So, Spiegel eingestellt, passt. Ah, da steht jetzt unser Wickelgerät. Lass mal kurz gucken. Ich habe heute gut gefrühstückt, muss man dazu sagen. Lalalala. Ich würde nämlich gerne gucken, ob das mit den Farben funktioniert, deswegen mal. Sonst mache ich das nicht, ihr kennt mich, ne? Oh, reingezerrt hier. So. Reparieren natürlich, ne? Konfigurieren, so. Hauptfarbe? Nee, sie ist nicht drin. Das hat es wohl irgendwie nicht übernommen. Oder hat der Kollege mir eine andere gemacht? Lass mich kurz gucken. Im Shoppe. Weil es muss ja ein Mod sein. Da kann ja nicht irgendwas Originales umgeschrieben haben, weißt du? Das muss ja irgendein Grün sein, aber das ist kein Grün. Nee, das ist nicht dabei hier. Ich muss jetzt nochmal gucken, ob ich nochmal einfügen kann, darf, soll. New Holland Grün. Nee, es müsste in Krone Grün sein, wenn dann, ne? Weil ich denke nicht, dass es beim Standard drin ist. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass der Erste, der das geschafft hat. Nee, ist nicht drin. Okay, muss ich nochmal einfügen? Das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Hallo, moin. So. Dann fahren wir nochmal los und holen die Ballen, würde ich sagen. Dann haben wir zumindest so ein bisschen was geschafft heute schon am Morgen. Wie auch ein Zuschauer letztes Mal geschrieben hat, hat mich wirklich glücklich gemacht. Er hat geschrieben, Werner am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ich glaube, da ist darum gegangen, ob ihr auch meine Folgen schauen würdet, wenn ihr im Urlaub seid. Und tatsächlich würden das sehr, sehr viele von euch sogar machen. Mega krass, ey. Zug kommt halt keiner, ne? Nee, Feiertag. Alles gut. So. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gestern so eine kleine, ich möchte nicht sagen LS-Auszeit gehabt, aber ich habe gestern nicht wirklich was aufgenommen. Ich habe wirklich nur Maps runtergeladen, angeschaut von allen möglichen Seiten. Und hab dadurch mit so einem Tag Pause drin, ne, bist du so motiviert, wieder voll reinzugehen. Und muss ehrlich zu meiner Schande gestehen, ich habe nicht gewusst, welche Folgen heute kommen. Ohne Scheiß, ich musste mir selber meinen eigens geschriebenen Sendeplaner gucken, damit ich weiß, was ich heute aufnehmen darf. Nicht muss, darf. Aber es macht Bock. Es macht Bock. So ein Tag Pause ab und zu, das ist echt nicht schlecht, muss man sagen. Ich fahre auch besser, muss ich. Ich will mich ja nicht selber loben, ne? Aber ich glaube, ich fahre besser. Ich glaube, ich hatte man auch beim Krone Big M gemerkt. Es ist einfach ein bisschen mehr Ruhe drin, aber ein bisschen mehr Überlegtheit drin. Hat man gerade gesehen, wie er die Presse durch die Gegend getragen hat. Naja, lassen wir das Thema. Da vorne sehe ich schon das weiße Gold, nenne ich es jetzt einfach. Ne? Das weiße Gold, die Silageballen. 8 Minuten haben wir schon rum. Das heißt, ja, könnte sich noch ausgehen, wenn wir das... Ich werde es jetzt so machen, ich werde das Ballengerät stehen lassen. Also den Sammelwagen und werde die Ballen, die da so ein bisschen außerhalb liegen, alle mit der Hand so rantragen, weißt du? Weil es bringt ja sonst nichts. Ah, das ist eine Leitplanke. So, machen wir hier mal die Dingens an, die... So. Haben wir was zum Absperren, so würde ich gerne mal die Straße... Wenn du mir reinfährst, ne? Alter, dann ist aber hier Ostern. Das andere Ostern aber, ne? Also, da kann hier gar nichts passieren. Das geht ja auch nicht mehr, ne? Du kannst ja nicht mehr, so wie früher bei einem Forstbetrieb, konntest du ja so Schilder auf die Straße setzen. Geht ja auch gar nicht mehr, oder? Weil ist ja prinzipiell nicht dein Gebiet und somit kannst du nichts drauf platzieren. Ach, ja. Naja. Ach, hätte auch klappen können. Ah, ah, ah. Ah ja. Mache ich natürlich nicht bei allen, sondern nur bei denen, die ich jetzt so finde, die so rumliegen. Ah, hier ist noch einer, siehst du.
weil die vergesse ich dann wieder. Und ich will halt auch nicht reinfahren. Ist aber auch, glaube ich, schon verständlich. So, ist hier noch was drin? Sieht nicht so aus, ne? Hier noch einer? Ne, den Rest können wir, glaube ich, von oben mitnehmen. Da können wir mal den ganz kleinen entwickelten Stau auflösen. Ja, dann fahren, würde ich mal sagen, fahren. Hallo, ist doch gut, meine Güte. Bin ja am Arbeiten, weißt du? Ja, Landwirte arbeiten auch am Feiertag. Aha, da weißt du Bescheid. Ist noch irgendwas weggerollt? Nee, ne? Nö. So, in an sich, ne? Ah, da kommt ein Auto, warte. Muss kurz ein bisschen zurückschieben hier. Sehr gut. So, was ich aber lustig finde, zum Beispiel hier oben stehen die Ballen am Hang und bewegen sich kein Millimeter, ne? Also das, weiß ich nicht. Mal mehr, mal weniger. Wollen nicht die gute Baumwolle von der Jessica Richter zerstören, ne? Ich glaube, wir können weiter vorfahren. Aua. Sag mal. Ein bisschen von oben gucken, weil das siehst du ein bisschen besser. Ah, was mache ich denn da? So. Okay. Wie viel haben wir denn jetzt schon drauf? Ja, 12 Stück jetzt, ne? Geht schon ordentlich was rauf, das kann man so sagen. Ab und zu würde ich mir eine Rundumleuchte für diesen Deutz hier wünschen, ne? Weiß nicht warum, aber irgendwie wäre das cool. Wo willst denn du hin? Du musst mitkommen, Kollege. Du wirst verkauft. Du dienst als Futter für irgendwelche Tiere. Irgendwo, keine Ahnung wo. Gut geworfen, ist halb gewonnen. Ist da unten noch einer? Nö. Hopp. So, die zwei können wir gleich mitnehmen hier vorne. Aber Ballensammeln macht irgendwie auch Spaß, muss man sagen, ne? Zumindest mir. So, da haben wir jetzt noch... Ey, wir werden voll, ne? Also wir haben jetzt schon 70% drauf. Und da vorne liegen noch, ja, mindestens... Ja, sehr viele auf alle Fälle. Also wirklich viele. Aber wir haben hinten noch ein bisschen Platz, so ist nicht. Wobei, jetzt wird wieder ein Stück nach hinten gerutscht. Ich glaube, wir haben jetzt noch 6 Stück Platz. Das müsste... Oh, knapp. Knappe Kiste auf alle Fälle. Da hat sich auch einer versteckt da drüben. Habt ihr ihn gesehen? Da ist er. Der Schlingel. Ich glaube, wir haben zu wenig Platz. Ah, mach nur diesen jetzt hier. Okay, warte. Jetzt schiebt er nochmal zurück und dann ist, glaube ich, Feierabend, ne? Oh, nicht gut. Noch 2, okay. Glaube, wir werden... Oh, das wird schwierig. Wir haben nicht alles Platz, glaube ich. Allein hier liegen noch 2. Oh, wir müssen nochmal kommen. Ah, shit. Ja, müssen wir echt nochmal kommen, ne? Krass. Da liegen jetzt noch 3 Ballen rum. Er müsste ein bisschen länger sein, der Wagen. Dann hat's Platz. So,
So, voll sind wir. 24 Stück aufgeladen. Wahnsinn. Gut, Arbeit abgeschlossen. Verkauf wird dann heute Mittag um 12 Uhr. Wir sind also fertig für den Moment. Kommt ein Auto? Nee. Ich danke herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer. Daumen nach oben da lassen. Immens wichtig für mich. Natürlich nur, wenn es euch gefallen hat, bitte. Fühlt euch nicht gezwungen. Drückt den Daumen nach oben jetzt, verdammt nochmal. Und dann sehen wir uns später wieder. Bis dann. Macht es gut. Ciao, ciao.